Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen American Truckers Simulator Video hier vom Cruising Kansas Event. Ich wollte gerade Cruising in den Balkans sagen. Wir sind hier immer noch in Wichita. Gerade eingetragen, schon wieder vergessen. Wir gucken mal, wohin das die Reise von hier aus geht. Höchstwahrscheinlich geht es nach. Was haben wir denn da? Das ist Glas, okay. Wahrscheinlich geht's nach Hayes, wo wir ja gestern schon geschaut haben. Und wir fahren nicht von irgendeiner von den Cargo Terminals vom Flughafen hier in Wichita los. Bin ich jetzt schon an Hayes vorbei? Okay, Hayes ist nicht mehr da. Das ist Hutchinson. Okay, dann fahren wir noch von vorne an, so richtig. Ich meine, die Auswahl wird ja immer weniger. Colby waren wir schon. Deswegen muss ich auf jeden Fall eigentlich mir. Okay, Hutchinson hätten wir für 3000. Hutchinson ist zu nah. Wir hätten Junction City für 9300. Wir hätten Kansas City, allerdings nur Ecos Powers. Junction waren wir noch nicht, ne? Ne, da waren wir überhaupt noch gar nicht. Also, waren wir, ja gut. Dass wir da noch nicht waren, ist klar, aber dass wir da auch gar nicht waren, ist nicht ganz so klar. Phillipsburg waren wir, Salina waren wir, Topeka kommen wir gerade her. Also gerade für mich. Vor zwei Folgen. Ja gut, dann sieht's nach Topeka, ach. Nicht Topeka aus, sondern nach Junction City. Und dann fahren wir zweimal in Folge Autos, 154 Meilen in diesem Fall. Und bleibt dann immer noch ausstehend. 16.500 Pfund wieder. Bleibt dann immer noch für mich ausstehend. Eine Fahrt von oder zu einem der Flughafen-Cargo-Terminals. So, wir sind ja schon eigentlich direkt vor Ort. Müssen dann wahrscheinlich nur von hier vorne die Fracht abholen. Das ist die Frage, ob sie wieder so steht wie beim letzten Mal. Ja, genau. Dann Abfahrt der 154 Meilen nach. Ja, ich hab's gleich. Junction City. Die einfach wieder so schön direkt vor ihm auf Spawn. Gut, das decken wir jetzt hier nicht auf. Aber das ist ja auch, glaube ich, eine Driver Agency, von da ist auch halb so wild. Und dann denselben Weg, den wir gekommen sind in der letzten Folge, zumindest den Beginn zurück, und dann geht's nochmal an den anderen Outskirts von Wichita, glaube ich, vorbei. I guess zumindest ist es auch zu Wichita gehört. Und noch eigentlich wieder komplett Interstates. Gut, die Ampel. Gott. Das ist aber auch wild hier wieder.
Ich wollte sagen, die Ampel interessiert uns nicht. Und dann wurde es wiederum wild. Schön hier die Gegend. Er muss erstmal rechts. Junction City ist nicht ausgeschlagen. Aber jetzt Richtung Selina. Gut, macht auch Sinn. Denn Selina ist ja in unmittelbarer Nähe. Aber es ist auch schön, dass wir, wenn ich es richtig sehe, sogar andere Autos nicht mehr fahren. Ich glaube, wir sind ja vorher keine Granger oder Ranger gefahren. Das ist ja kein Ranger, ist ja, glaube ich. Oder? Ich glaube, Granger ist ja die Bezeichnung von GTA, von Rockstar Games so gesehen. Glaube ich. Nagelt mich nicht drauf fest. Aber glaube ich, deswegen habe ich gerade einfach Granger gesagt. Auf alle Fälle haben wir, glaube ich, vorher keine SUVs gefahren. Keine Cruiser, wie sie jetzt hier heißen würden. Getankt werden muss aber auch bald so langsam. Aber eigentlich nicht. Der Tank, der reichte eigentlich dicke noch. Wenn ich jetzt mal die Tankanzeige hier finde. Wobei 377 Meilen wird langsam eng, würde ich sagen. Also langsam kann man zumindest drüber nachdenken. Prozent haben wir eigentlich auf dem Dings. 0%, gut dann. Dann müssen wir nichts aufsuchen, es sei denn, es kommt jetzt irgendwie noch ein Hoppla. Es sei denn, es passiert nochmal so wie in ETS 2. Ist das ein Spoiler? War das im ersten Video oder im zweiten Video? Ich habe im zweiten Video. Also im heutigen Video. Ja, keiner Spoiler fürs heutige Video. Das war unangenehm überraschend. Das war glaube ich das Video, was heute kommt. Problematisch, wenn man es einfach umgekehrt aufnimmt und nicht in Reihenfolge. Aber egal. 74 Meilen noch. Eigentlich könnte man sogar technisch gesehen noch eine Fahrt machen, ohne aufzutanken. Allerdings macht es, glaube ich, dann schon Sinn, dass ich in der nächsten Folge dann tanken fahre. Und dann tanken wir das allererste Mal in Volvo auf.
nachdem wir schon so um die 1400 Meilen mit ihm gefahren sind. Boah, dann 1500 plus. So, haben wir jetzt wieder hier zu unserer rechten und auch linken Selina. Erstmal schon abgebremst worden. Zum Glück kommen wir ganz gut voran. Auch wenn wir nur die 75 nicht ausfahren können. Richtung Topeka und Hays. Dürfte es für uns Richtung Topeka gehen. Hays wäre weiter geradeaus. Die 60 könnte man bestimmt nehmen, aber ich glaube, die 65, aber ich glaube, die 60 wären noch angenehmer gewesen. Ungefähr nur 50 Meilen haben, dann ist es auch mit der Aufnahmezeit eigentlich, obwohl ich später angefangen habe, also ich habe sowieso schon später angefangen, als ich eigentlich wollte. Kommt davon, wenn man so lange schläft oder länger schläft als geplant, beziehungsweise kurz nochmal früher aufsteht und dann nochmal erst nicht einschlafen kann, weil man sich nochmal schon hinlegen wollte. Eine Stunde später einschläft noch, oder eine halbe Stunde später einschläft noch, eine Stunde, anderthalb schläft. Aber ja, hat sich doch eigentlich ganz gut. Habe ich jetzt zwar keine. Wie viele Videos hätte ich aufnehmen müssen? Habe ich zwar keine zwei ETS-2-Videos und mindestens ein ATS-Video aufgenommen, sondern nur zwei ATS-Videos, aber. It is what it is. Muss ich versuchen, mir die Zeit dann irgendwie einzuplanen oder zu nehmen. Könnte schwierig werden. Ich glaube, Mittwoch würde wieder gehen. Allerdings muss ich dann ja doch Dienstag, also entweder gestern oder heute, am Montag oder Dienstag, noch mindestens ein ETS so viel aufgenommen haben. Aber naja. Vielleicht kann ich mir so ein bisschen die Zeit nehmen. Wobei heute werde ich es eigentlich wahrscheinlich nicht schaffen. Weil wenn ich das so überblicke gerade, schaffe ich, bevor ich zur Arbeit fahre. Oder auf der Arbeit fahre, oder zur Arbeit gehe. Okay, jetzt haben wir das Sunflower State 10 von 14. Werde ich es nicht hinbekommen. Das ETS-2-Video auch. Wir haben keine Ampel. Okay. Da ist zwar nochmal eng geworden. Weil wir es nicht mal schaffen, das ETS-2-Video zu bearbeiten, da ich es an den Rändern schicken kann. Also mit ATS wird es jetzt kein Problem sein. Ja, das ist ein schnelles Ding. Weil ich jetzt weiß halt ein bisschen länger eventuell. Also Rohrwasser ist sowieso länger. Und das andere wird aber auch ein bisschen länger sein. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das jetzt waren. So, jetzt bloß ich den Briefkasten mitnehmen. Wenn wir schon eine Kurve schneiden.
Dann haben wir für Alice ein paar. Und wieder ein neues Prefab, also wieder ein anderes Prefab. Das ist sehr schön mit der ganzen Variation. Dann haben wir jetzt ein paar SUVs, die wir hier bei Alice ausliefern. Ausgezeichnet Autos von Wichita nach Junction City geliefert, Gefahrenstrecke 154 Meilen, Dauer 14 Minuten, Verbraucherkraftstoff 24,3 Gallonen, das war der 137. erledigte ATS World of Trucks Auftrag. Es gab 9000 Dollar dafür und 362 Erfahrungspunkte. Dann suchen wir uns noch einen Schlafplatz aus, der, ja, direkt gegenüber ist. Wir sind bei 8 von 14, 6 ist noch ausstehend. Ich notiere mir eben Junction City, damit ich das auf dem Schirm habe. Und dann fahren wir eben auf die andere liegende Seite und ja, wir müssen tanken. Dann können wir eigentlich sogar jetzt schon tanken, da kommt man ja auch da vorne dann gleich machen. Fahren wir hier raus. Und ja, ich würde sagen, wir können mal tanken noch. Und wir machen es morgen. Also, ja, morgen. Ist denn egal, das morgen zu machen. Kann ich mich jetzt direkt an das Video bearbeiten? Von gestern. Und das Rennen stecken wir schon mal unter die Dusche gehen. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehe ich euch hoffentlich im nächsten ATS-Video wieder hier vom Cruising Kansas Event. Tschüss!